Ah. Ja, geil. Alter YOLO, wirklich. Wenigstens hat er das gespeichert, wenigstens jetzt. Das ist besser als wie nix. So, kommt her, ihr geilen Säcke. Ich leg euch um. Vielleicht machen wir es dieses Mal da auf dem LKW oben. Ich meine mal, dass wir da bessere Chancen haben. Als wie drüben. Ah, der ist schon tot, okay. So. Kommt her, ihr Säcke. Holt euch eure Abreibung. So, weg mit dem toten Körper. Alter, komm rauf, du Sau. Hallo? Lol. Hier spricht Ayo. Nein. Schnell, Alter, komm her, du Sau. So, hallo. Nein, es geht mir die Kraft wieder aus. Was soll der Scheiß da heißen? So, kurz auf den LKW rauf da. So. Ah, es lebt da noch immer, Herr Stey. Komm, geh drauf, du Sau. Jetzt wirklich. Passiert doch keinen. So. Ich hab alle Infizierten eliminiert, nur so zur Info. Ich will ja nichts sagen, aber. Ah, da draußen steht auch noch einer. So. Ja. Ah ja. Ah ja. Das war aber easy. Hippe. Nice. So. Du suchst es alle ins Werkstatt. Nein, ich kann die Werkstatt jetzt nicht durchsuchen. Tut mir leid. Ich habe Besseres zu tun, ich muss schlafen gehen. Ja. Leute, so schaut's aus. Wir müssen jetzt pennen gehen. Zum Glück haben wir da eine Hütte, soweit wir es in Erinnerung haben. Das wissen wir vom letzten Mal noch. Da können wir kurz jetzt ganz schnicke schlafen gehen. Sicherheitszone wird betreten, genau. Pennen wir kurz einmal die Nacht drüber. Und dann holen wir sich den Schlüssel. Ich habe jetzt übrigens eine geile Waffe bekommen von diesem, dieser Hippe oder was auch immer das ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber es schaut auf jeden Fall geil aus, muss ich sagen. Scheint so eine Art Messer zu sein, so wie es ausschaut. So, die Typen sollen mich alle mal sonst wo. Okay, scheiße, dann lasst mich doch in Ruhe. Jetzt habe ich einfach meine Brechstange völlig da verschwendet für den Scheiß da eigentlich. So, die Türe kann man eh nicht zumachen, okay. Schauen wir da einmal Schlossnacken schwer kurz rein, was da drinnen ist. Nachdem wir da jetzt so in Ruhe praktisch unsere Dings haben. Die Musik. Jedes Mal wieder, denke ich mal, es ist irgendwas da. So, Kosmetika, nice, okay. Da schauen wir natürlich auch ins andere Kästchen auch noch rein. So. Ah ja. Da haben wir ihn ja schon, perfekt. Was ist da Schönes drinnen? Kreuzritter, ah ja, okay. Whatever mir das bringt. Da ist noch ein Kästchen. Ah, benutzen. Moment, bevor wir das machen, schauen wir kurz nach oben noch. Ah ja, da ist die geile Sau erinnern gewesen, ne? Das ohne mein Zutun, gell, wollte ich nur sagen. Klinge, schön. Kühlschrank schauen wir noch kurz rein, bevor ich da unten jetzt irgendwas aufmache, was ich dann im Nachhinein vielleicht nicht mehr wieder rückgängig mache. Lol. So halb, Nüsse brauchen wir eh nicht, haben wir ja schon alles. So. Gut, da haben wir sonst nichts mehr, das passt. Hoppala. Gut, dann. Schauen wir mal rein, was da drunten. Achso, das ist das Kellerabteil. So. Ah ja. Kurz einmal jetzt nachgeschaut, was das für eine Waffe ist. Hippe. 108. Okay. Naja, 108 ist ja eigentlich jetzt nicht. Gut, 117. Aber was hat die Hippe? Die ist ja sogar schlechter im Endeffekt. Hm. Die ist sogar schlechter. Obwohl mir die irgendwie trotzdem geiler vorkommt, muss ich sagen. Kann man mal kurz einmal das einfache Beil ausgetauscht. Schau ich mal das drum. Schaut schon nice aus, das Teil irgendwie, muss ich sagen. Aber gut, schauen wir mal da runter, was da unten so los ist. Ich habe irgendwie so das blöde Gefühl. Aha. Das da zum Glück ist da noch nichts. Schauen wir mal, was da los ist unten jetzt. Ob die Frau.
Ah, sie lebt sogar noch. Ah, nice. Oh Gott, was hat er dir angetan? Ganz ruhig, ganz ruhig. Du bist frei. Jasmina, meine Tochter, sie ist... Sie ist im Dorf und wohlauf. Dein Sohn versteckt sich immer noch im Haus. Wo sollen wir jetzt bloß hin? Harun wird uns wieder aus dem Dorf vertreiben. Nimm deine Kinder und geh mit ihnen zum Turm. Frag dort nach einer Ärztin namens Lena. Sag ihr, dass Crane euch schickt. Und dass er dafür sorgen wird, dass genug Antizin für dich und deine Tochter da ist. Du bist Crane? Ja, ich bin Crane. Geh jetzt zu Jamil, er wartet auf dich. Jasmina ist bei deiner Schwester. Danke, dass du so gütig warst. Ich dachte, so etwas gäbe es nicht mehr. Okay, sehr schön. Öffnen Sie das Ventil? Na sicher nicht. Was haben wir denn? Das Ventil öffne ich sicher nicht. So, die Frau lassen wir jetzt einfach da. Die soll selber schauen, wie sie rauskommt da. Gut. Hippe, Moment, die wollte ich gerade beim Aufrüsten. Reparaturen 3, aber das Spitzenbewertung. Okay, das hat auch nur Reparaturen 3. Kurz einmal nachgeschaut, herstellen, was können wir da? Toxische Flechte, die brauche Stufe 1 und Stufe 2, was ist das? Gift? Starken Gifteffekt zu meinem schwachen und meinem mittleren Gifteffekt. Okay. Flüchtergift. Unterwasseralge brauche ich da auch. Okay, die habe ich natürlich auch nicht. Was sonst? So. Aber wir haben das jetzt einmal geschafft. Die blöde Taschen weiß ich leider noch wie Futterplatz der Flüchter. Moment, wenn ich kurz... Wenn ich kurz den Flücht umlegen könnte... Ja, schau mich nicht so blöd an da draußen, du Sau hast. So, die vierte Gewalt. Besorgen Sie... Kamera, ah ja, stimmt, die Kamera, die haben wir noch nicht gefunden. Der Dings funktioniert... Batterien, genau, das probieren wir jetzt einmal weiterhin. Wir werden einfach dort den Weg nachlaufen da jetzt. So. Genau, das machen wir. Was ist da drüben los? Ah, da sind wieder solche Säcke, die... Nein. Das brauchen wir nicht. So. Wobei, da könnte ich eigentlich theoretisch kurz noch nachschauen, ob ich die blöde Dings vielleicht finde. Was genau muss ich denn da finden jetzt eigentlich? Tasche. Aha, also eine Tasche soll man finden. Lol, jetzt habe ich mal gedacht, das ist sie. Wäre doch zu schön, um wahr zu sein gewesen zu sein. Ich habe auch keine Ahnung, ob das unter, ob ich da unter Wasser schauen muss oder nicht. Lol, gibt's Probleme? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich... Was ist das? Lappentang. Nice, okay, was immer das mir bringt. Das ist nicht so... Ah, der eher nervt schon wieder, Herster. Der kotzende Typ da drüben. Lel. Alter, seit wann hat er solche explodierenden Teile? Das ist mir ganz neu, Herst. Die Tasche, die könnte theoretisch da überall sein. Wobei... Ein Boot wäre natürlich nice, da irgendwie zum Schwimmen, ein Boot oder so. Ja, das hilft mir da nicht wirklich viel, da wenn ich... Was ist das da vorne? Im Endeffekt könnte die Tasche überall sein, das ist irgendwie wieder so eine Sache da mit der scheiß Taschen da. Das... Ich werde trotz allem jetzt einmal da kurz schauen, vielleicht sehe ich sie ja zufällig irgendwo, ich weiß es ja nicht. Wie gesagt, ich habe ja nicht einmal eine Ahnung, ob die unter Wasser ist oder nicht, oder man sieht ja auch nichts unter Wasser, das ist ja auch das Blöde irgendwie. Andererseits darf ich auch nicht so lange unter Wasser bleiben, muss ich dazu sagen. Bevor wir da versaufen, Was, das scheint mir, was ist das da, achso, das ist das Autowrack, oder schätzungsweise. So. Oh, schätzungsweise. Naja, Moment, das könnte da theoretisch in dem Autowrack drinnen sein. Was ich zwar jetzt nicht glaube, aber. Rein theoretisch schauen wir sich da. Da ist wieder so ein komischer Dings, das holen wir sich natürlich. Lappentang. Für was auch immer, weiß ich noch nicht, aber wo ist jetzt das Wrack? Da. Vielleicht, wenn ich Glück habe, ist die Scheißtasche da irgendwo. Oder auch nicht. Warte mal, was? Na, das ist nur Steine da, heißt, was soll der Wichs? So. Im Auto drinnen ist sie ja nicht, was man schon sagt. Ah ja, hoppala. So, kurz einmal nachgeschaut. Es geht's. Bis dort hinten kann man theoretisch noch suchen. Sie haben nicht verteilte Fertigungspunkte. Das interessiert mich eigentlich gerade nicht so.
Boah, Alter, also wenn die da wirklich irgendwo herunten liegen sollte, dann ist das aber echt schwierig zu finden, weil man sieht, wie gesagt, gar nichts unter Wasser. Also das ist wirklich wie im... Ja, weiß ich nicht. Die könnte ja überall sein. Ich habe nicht einmal einen Anhaltspunkt irgendwo, dass die irgendwo sein sollte, theoretisch. Geschweige denn eine Idee, dass die irgendwo da wäre. Da hinten schaue ich jetzt noch nach, weil das scheint mir da irgendwie verdächtig zu sein da. So. Da schauen wir noch einmal jetzt. Sieht man da irgendwas, irgendwie? Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Na, okay, scheiß drauf. Na, das hat keinen Sinn da, bevor ich mich da jetzt so blöd suche. Da schaue ich irgendwo nach, ob man da irgendwie. Na gut, mit dem Ruder. Lol. Ob man da irgendwie vielleicht, weiß ich nicht. Kommt man da rein auch irgendwie? Ah ja. Nehmen wir halt den normalen Eingang vielleicht für die normalen Menschen da. Ich wäre gleich wieder mit der Tür ins Haus gefahren. Oh, lol. Das hat sich ausgezahlt, wirklich brillant. Gut, der scheint etwas. Ah, Moment. Wir nützen die Gelegenheit kurz aus, wenn kein Mensch da ist, gerade. Also kein Toter eigentlich, ein Mensch ist ja. Ah, lol. Zerstöre ich mal wieder meine ganzen Dietriche da. Komm, mach auf den Scheiß. So. Kurz reingeschaut. War da vielleicht Kaffee drinnen? Jawohl! Heimwerkerbeil brauchen wir zwar nicht, aber gut. Das kann man eh nicht öffnen, das auch nicht. So. Gut, ich würde sagen, wir machen uns jetzt weiter auf den Weg. Kurz einmal geschaut. Da sind Berge, da können wir nicht drüber. Aber wir können auf der Seite vorbeigehen, sehe ich gerade. Das passt. Ah ja. So. Vielleicht findet man da noch irgendwelche Nettigkeiten zwischendurch. Da haben wir noch so ein paar geile Pflanzen, die nehmen wir mit. Auch wenn ich von denen eigentlich ja schon mehr als wie genug habe. Aber schaden kann es ja nicht, wenn man da vielleicht zu viel hat. Besser immer, wie gesagt, als zu viel als zu wenig, denke ich mir immer. Das ist mein Motto. Ah ja. So, da vorne sind wieder ein paar Wahnsinnige, sehe ich gerade. Das. Alter, was haben wir denn da für eine Ansammlung? Ah, gemeine Pflanzen haben wir da. So. Lol. Der geile Säcke da unterwegs wieder. Ist da irgendwas nämlich? Na, schaut gar nicht einmal so aus, als wäre da was. Ah, Moment, weil ich es gerade sehe. Alexei braucht ihre Hilfe, sehe ich gerade. Das. Ich komme nicht weiter, heißt, ich bin die ganze Zeit da am Missionen erledigen. Dass ich nicht vorankomme, dass ich zu meiner Busstation komme. Die wollte ich ja ursprünglich machen. Aber ist ja nicht schlimm. Also, wir haben dann aber ein paar Nebenmissionen erledigt. Ist ja auch ganz in Ordnung. Lol, bevor sie mich da wieder runterschmeißt. Alexei. Kannst du mir helfen, meinen Sohn Christoph zu finden? Du arbeitest für Rais, oder? Ja, zum eigenen Schutz. Aber mit sowas kann ich ihm nicht kommen. Mein Sohn Christoph ist jung und voller Idealismus. Er versteht nicht, dass man im Leben manchmal mit Leuten auskommen muss, die nicht ganz so gut sind. Und nun hat er sich Brackens Leuten im Turm angeschlossen, um einer ihrer Kuriere zu werden. Das ist nicht ganz ungefährlich. Es wird ihn das Leben kosten. Er ist nicht bereit. Er ist zu jung für diesen Job. Solltest du nicht selbst nach ihm suchen? Verstehst du nicht? Ich fertige Waffen für Reis. Wenn die Nächsten nicht rechtzeitig fertig sind, bringen sie Christoph und mich um. Hilf mir, du wirst es nicht bereuen. Ich werde dir etwas ganz Besonderes geben. Etwas Tolles. Ich werde mich mal im Turm umhören. Ich melde mich, sollte ich was erfahren. Wenn du mich fragst, dein Beschützer scheint dir ganz schön Angst zu machen. Findest du nicht auch? Ah ja, schön. So. So, bevor ich da wieder hineingehen. Ich kann nicht nein sagen erst. Ach so. Lol, das ist die Mission, die depperte. Die Batterien. So, jetzt kümmern wir sich um die Batterien erst, bevor ich mich da komplett wieder abwende. Okay, wir müssen seinen Sohn finden. Gut, das machen wir ein andermal, nicht jetzt. Geh, lass mich. Sackgesicht. Was ich sagen wollte, ist, meine Brechstange ist bald am Abkratzen. Ey, Moment einmal, da ist ja eine Sicherheitszone, sehe ich gerade. Das muss ich mal kurz einmal anschauen, noch jetzt. Ah ja, lül. Was ist jetzt wieder? Und toter Freak. Alter, das bringt ja irgendwas zusammen eigentlich, sag einmal.
Lol. Bekomme ich vielleicht was von euch? Dankeschön. Von uns allen. Tausend Dank nochmal. Von uns allen. Lol. Zu zweit waren sie. Aber gut. Das wäre da. Ja. Das habe ich irgendwie etwas verpeilt, muss ich sagen. Moment. Das könnte ich. Kurz nur geschaut, weil ich schon in der Nähe bin. Ich weiß, ich wollte eigentlich weitergehen. Ihr habt schon recht. Aber wie gesagt, wenn ich schon in der Nähe bin, muss ich das fast ausnutzen da. Genau, man kann ja da rüberspringen. Das weiß ich noch von der einen Mission da. So, was muss ich da jetzt machen, dass ich das aktivieren kann? Säubern Sie das Areal, lol. Hab ich ja schon. Hä? Achso, benutzen, okay. Genial. Okay, ja, passt ja auch, warum nicht? Aha, da geht's nicht raus. Okay, dann kommt man anscheinend wirklich nur übers Dach rein. Also rein und raus dann anscheinend. Naja. Was ist das? Kampftagebuch. Nein, bis zum Anbruch der Dunkelheit, meine ich einmal, ist es noch zu bald. Ja, denke ich mal, ja. 10 Uhr ist noch relativ... Hallo? Dass ich halt wieder rauskomme, auch da aus dem Grauen herrscht. So, da haben wir wieder eine Sicherheitszone. Nice, nice, finde ich cool. Aber jetzt toxische Flechte, das brauche ich ja. Das hole ich mir jetzt. Das ist in der Nähe von der Busstation, das können wir gleich in einem machen. Wie gesagt, wenn wir schon da sind. Alter, da sind ja wieder 30 Leute herrscht, bist du blöd. Das sind solche Ansammlungen von diesen Typen sind, das ist ja krank, heißt wirklich. Da ist wieder so ein Polizeicontainer da. Nein, lasst mich doch in Ruhe da. Bin ich wieder ohne Dings da. So, komm, lauf, du Sau. So, kurz einmal die Gesundheit regenerieren da, glaube ich, meine ich einmal. Hallo? Gut, dann gehen wir weiter. Da vorne ist eh schon die Busstation, sehe ich. Wenn es mich nicht täuscht. Ah ja, genau, da sind wir ja schon. Da müssten eigentlich auch die toxischen Flechten in der Nähe sein, wenn du mich fragst. Genau, die sollten eigentlich da hinten sein, wenn es mich nicht täuscht. Da sind sie ja. Wenn sie das sind. Jawohl, toxische Flechte, perfekt. Hallo? Sehr nice. Und sogar unbewacht. Das finde ich ja noch das Geilere. Das taugt mir irgendwie, dass das unbewacht ist da. Aber relativ viele waren das jetzt nicht, muss ich sagen. Ah, nicht runterfallen da. Da vorne habe ich noch eine irgendwo in einem Feldspalt drinnen gesehen, was ich so in Erinnerung habe. Die muss ich jetzt wieder finden irgendwie. Da unten, genau. Haha. Toxische Flechte. Perfekt. Da haben wir noch ein paar gemeine Pflanzen da. Ist da vielleicht noch eine? Wäre ganz nice übrigens. Muss ich mich nur da kurz etwas umschauen. Nicht, dass da auf einmal irgend so ein Typ hinter mir steht. Okay, da hinten geht es nicht weiter. Gut. Nein, scheint richtig schon so zu sein. Wir haben ein paar gefunden. Das ist besser als nichts, würde ich sagen. Jetzt würde ich vorschlagen, dass wir da raufgehen wieder. Das reparieren wir mal. Das brauchen wir nämlich jetzt. Kurz einmal geschaut, für wen brauchen wir denn? Haben wir die toxischen Flechten? Brauchen wir die für was? Die brauchen wir doch für uns selbst, oder nicht? Moment einmal, kurz nachgeschaut. Für irgendeinen komischen Mod brauchen wir die bei der Hippe, glaube ich, meine ich einmal zu meinen. Genau, da haben wir sie eh schon. F7. Ha! Das ist es. Das mache ich aber direkt jetzt, glaube ich. Weil die Hippe eigentlich nicht schlecht ist, muss ich sagen. Also das finde ich schon nice. Schaden 136, geil. Also das zahlt sich auf jeden Fall aus. Schauen wir kurz. Okay, die hat nur eine leere Fassung. Das ist natürlich nicht ganz so geil, aber... Schaden plus... Haltbarkeit. Handling plus, das nehmen wir. Fechtmeister auswählen. Ich schätze mal, das zahlt sich trotzdem aus. Dann haben wir jetzt die Hippe und das Brecheisen. Das schaut nice aus, würde ich sagen. Ah, ja, der nervt mich jetzt schon wieder, erst der Sack. Weil ich, wie gesagt, keinen Plan habe. Checkt er das jetzt ab? Nein. Schauen wir kurz da rein. Ich weiß, das haben wir letztens schon gemacht eigentlich. Alter. Dieses scheiß Schlösserknocken hörst. So. Da haben wir aber Medikits drin, die brauchen wir auf jeden Fall. Die haben wir notwendig, würde ich sagen. Das habe ich immer schon gut gefunden. Das war bei Dead Island auch so. Man hat die Loots praktisch, wurden immer wieder neu aufgefüllt mit der Zeit.
Und das finde ich ist ganz nice, weil da kannst du im Endeffekt ja voll schummeln dann. Mehr oder weniger. Berserker. Sehr geil. Beweg mich jetzt mal langsam voran. Oh fuck. Alter, wo ist der Sack wieder jetzt? Mein Gott, nachher komm, schleichst du bitte weg. Alter, ich mag dich nicht wirklich. Nur wegen diesem verschissenen Kack, sagt er. Fuck. Okay. So. Mal eher nervt, hätte der Typ regt mich auf, wirklich. Wieso sieht mich der überhaupt? Das frage ich mich. So, kurz einmal die Tarnung benutzt, vielleicht hilft's irgendwas. Bin ich jetzt getarnt oder nicht? Wieso sieht mich der dann? Ich glaube, den Typ kannst du einfach auch nicht umbringen, so habe ich so das Gefühl. Oder doch? Oh fuck. Das ist wieder der Jackpot-Test. Jawohl, genau, ich liebe euch. Ich liebe euch, ich liebe euch, ihr Säcke. Also wie es ausschaut, kommt gar keiner. Oder doch? Ah ja, da haben wir wieder diese geilen Spastiker da. So, ah nein, es ist nur einer dieses Mal. Das finde ich aber nice. Ah nein, es sind mehrere, okay. Wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Alter Schwede heißt YOLO. So, der hat zum Glück nicht viel ausgehalten. Das ist schon mal ganz positiv. Alter. Schleich dich durch. So, da ist noch einer zum Glück. Komm her. Du Sau. Wo bist du? Hä? Komm ran, du Sau. Ah, da ist er. Noch einer, jawohl. Ah, wie ich sehe, schon wieder Liebe hat. Komm her. Komm her. Braucht wieder extra Einladung, oder was? Was? Okay. Jawohl. Mach ich. Aber vorher mache ich den Busbahnhof jetzt einmal. Das muss jetzt einmal sein. So, T gedrückt, das machen wir natürlich. So. Wer zum Teufel hat das jetzt wieder ausgelöst? Welcher Vollidiot, wirklich. Ah, jetzt habe ich wieder diese, die lästigen Säcke. Bei jeder scheiß Explosion kommen die Sackgesichter da. Komm her, du Sau. Ich weiß ja, dass du ja so einer bist. Komm her. Kenn dich eh. Mein Gott, stirbt sie wieder nicht. Verbrenner bei lebendigem Leibe. So. Da scheint er noch zu sein. Komm ran, du Sau. Ich sehe. Ah ja. Ah lol, die können sich teleportieren. Das finde ich ja mal geil. So, jetzt muss ich einmal, bevor wir da jetzt zu viel Zeit wieder verscheißen, muss ich einmal den Kackbus finden da jetzt. So, wir werden jetzt einmal die Tarnung benutzen da. Jetzt da mal runterschmeißen jetzt. Lol, was war das jetzt? Warum sehen die mich? Ich hab doch die Tarnung rum. Mein Gott, na hey, die Sau. Alter, kannst du dich einmal... Achso, vielleicht weil ich das Licht eingeschalten habe. Hallo? Lel. Komm, Alter, bleib liegen. Du Sau, es interessiert keinen. So, probieren wir es jetzt noch einmal. Vielleicht funktioniert es jetzt. So. Ich will nicht Jafar aufsuchen. Ich mach das jetzt mit den Bussen, du Sau. So. Alter, können sie dich einmal zusammenreißen, die Säcke? Das ist doch wahnsinnig, heißt. So, so weit, so gut. Haben wir mal eine Batterie.
Nein, warum sind die schon wieder weg jetzt? Ich muss mir dann immer jedes Mal eine neue Leiche finden, suchen, das ist irgendwie blöd. So, der Bus ist offen. Vor allem muss ich auch die richtigen Busse finden. Komm her, du Sau. Da bin ich. Glasrohr brauchen wir nicht. Hallo. Komm her, du Sau. Dich brauche ich. Komm. Put, 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 put. Eine von drei haben wir schon. Das ist schon mal positiv. Alter, komm. Nein, jetzt kommt er auch wieder daher. Alter, wie nervig sind die Typen. Hey, wirklich. Ich will doch nur die scheiß Batterie haben. Ist das denn zu viel verlangt? Nur die scheiß Batterie. So, irgendjemand muss herkommen da. Warum immer diese scheiß Gasmaskenmänner? Ich liebe diese Säcke, wirklich. Das sind mit Abstand die allerbeschissesten von allen. So. Nicht so ein Sackbauer soll jetzt herkommen, da. Nein, das sind zu viele. Hoffentlich ist hinter mir keiner. So, put, 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 put. Stirb, du Sau, einfach nur. Stirb einfach nur. Stirb, habe ich gesagt. Jetzt lebt er noch immer. Stirb doch einmal. Alter. Lol. Von wo? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wer? Ganz ehrlich jetzt, ich verstehe es beim besten Willen nicht. Kann mich da bitte irgendjemand einmal aufklären, da? Vor allem, warum sehen die mich? Aha, ich darf nicht laufen, so wie es ausschaut. Ach so, ich verstehe schon. Laufen darf ich nicht. Okay, gut, dass ich das weiß. Lol. Gut, dann hole ich mal die zweite. So. Okay, dann laufen wir halt nicht mehr jetzt. Vielleicht war das der Fehler. So. Nichtsdestotrotz muss ich die Batterie finden. Ich weiß ja nicht, welcher Bus da richtig ist. Irgendwie so das ungute Gefühl, dass mich die... Alter, was macht er da? So, schnell rein in den Scheißbus. So. Oh fuck. Gut, gut, gut. Der letzte Bus scheint... Weiß ich nicht, welcher zu sein. Oh, fucking, das ist anstrengend, wirklich. So. Vor allem Weg brauche ich einmal sowieso einmal einen Dings vor. Na, beziehungsweise ich muss den Bus vorfinden. Das gibt's nicht. Wo ist der letzte Bus? Kann im Endeffekt nur der da vorne sein. So, komm her, du Sau. Ich brauche ein Opfer. Nein, nicht so viele. So, eines reicht mir eigentlich. Aber gut, wenn sie auch noch will, bitte. Soll nicht mein Problem sein. So. Nein, Glaser braucht man nicht. Rein in die Tarnung. Boah, boah, boah. So. So, nicht laufen, bitte, wenn es geht. Jetzt muss ich nur den Scheißbus finden. Ich weiß ja nicht einmal, welcher das ist. Es kann eigentlich nur der sein, oder? Wenn du mich fragst. Nein, der ist es nicht. Hä? Also wenn die mich jetzt sehen auf einmal, dann bekomme ich so mit den Krampfattacken zu tun, das sage ich dir. Ich meine, vielleicht ist es einfach auch so einer. Ach so, mein, bin ich blöd, hast. Lol, ich habe geglaubt, es muss immer irgendein Abgeschlossener sein. Ach Gott. Bringen Sie die Batterien zu den Zwillingen. Ja, das machen wir. Jeden Fall. Vorher hole ich mir noch den Boost, oder? Dieses Mal läuft es ja gar nicht einmal so schlecht. Hippe. Ah, jawohl. Wahrscheinlich ist die sogar besser als die ich gehabt habe. Ja, natürlich. Was sonst? Was sonst? Hätte ich ja, ehrlich gesagt, Wegpunkt braucht man keinen. Hätte ich ja so auch gewusst. So, wir laufen jetzt zurück. Halleluja, wir haben die scheiß Batterien jetzt endlich zusammen. Bin ich froh. Jetzt können wir zurück. Und ich werde mir, wie gesagt, nachdem ich jetzt zurück bin, die Mission abgeschlossen habe, werde ich mich informieren über die restlichen Missionen, was es mit denen auf sich hat und warum ich die nicht abschließen kann. Beziehungsweise das mit den Plattenbauten, das finde ich ja komisch. Oder das mit dem Einkaufszentrum auch, das... Weiß ich nicht, was das liegt. Muss ich mir anschauen.
Vielleicht habe ich aber einfach nur irgendwas übersehen, das kann natürlich genauso sein. Ah ja. Kurz geschaut. Medikits können wir immer brauchen. So. Ah ja. Nein, kann. Das geht nicht. Lol, ich helfe dir schon. Lol, du tust mir nicht weh. Ja, gib her. So. Ja, ja. Interessiert mich nicht dein Gelaber. So, Gelaber da war. Wir bringen jetzt die scheiß Batterien zurück, bevor ich die Mission spiele. Sicher noch kein zweites Mal. Und ich natürlich, blöd wie ich bin, hätte ich es gewusst, dass ich nicht die Busse aufsperren muss. Boah, Gottes Willen, hey. Wenn ich das gewusst hätte. So, jetzt bin ich. Ah, ich bin eh schon da. Perfekt. Das ist die Schule, oder? Ja, genau, stimmt. Perfekt. So, sehr schön. Das freut mich natürlich, dass wir da schon wieder da sind. So schnell. Ah ja, jetzt muss ich nur noch den Eingang finden da. So, ist er ja schon. So, perfekt. Die ist noch kurz abgeschlossen. Hier, eure Batterien. Such nach Bissspuren. Gut gemacht. Das mit dem Zählen war okay? Was gibt's sonst noch zu tun für euer Projekt? Nicht dein Problem. Also bis dann. Lol. Naja, Hauptsache wir haben es geschafft, würde ich sagen, oder? Das ist das Wichtigste. Jetzt schauen wir kurz noch. Fertig. Ah ja, da haben wir wieder neue Punkte zu verteilen. So. Sehr gut. Quarantänezone erkunden sicher nicht. Also nicht jetzt. Was machen wir dann nachher? Sonnige Apartments, okay. Hey, GUI-Paket, warum ist das wieder da? Lol. ja. Okay, Quests. Gut, ich würde sagen, das reicht einmal für der Weile. Ich werde mich, wie gesagt, informieren zu den anderen Missionen. Was da los ist, weiß ich nicht. Jo, hoffentlich hat es euch gefallen. Na, bevor ich es vergesse, siehst du. Fertigkeiten müssen wir noch anschauen. Und zwar, was haben wir Neues? Selbst interessiert keinen, was ist das? Überlebensstufe zu. Ah, okay. Was haben wir Neues? Die Granaten haben wir noch wie vor. Das Feilschen, die Aufputschmittel, die, was ich eigentlich nie verwende. Dann das Elektrozaunfallen. Selbstschutz, okay. Ja, sucht euch das aus, da haben wir einen Punkt frei, vielleicht, wenn ihr wollt. Was haben wir da? Verwenden Sie Wurfwaffen oder die UV-Lampe, werden Sie sich des Sprintens umschauen, so lassen sich Infizierte leichter stoppen. Okay. Habe ich noch nie verwendet, weiß ich nicht. Halbiert den Schaden aus fallenden Dings, was ist das? Ah! Betäubt Gegner, die sie übersprungen haben, 5 Sekunden lang. Okay, nice, das haben wir nicht, glaube ich. Gut, könnt ihr euch auch entscheiden, was haben wir da noch? Kräftiger Schlag auf den Boden kennen wir schon. Erledigen Sie den Boden den Feinde mit einem Tritt auf den. Sie können diesen Fertiger ebenfalls bei befallenen Einsätzen, die auf dem Vorsprung klettern. Oh, das ist nice. Das ist nice. Das würde ich vorziehen. Wenn ihr keine Kommentare schreibt, werde ich auf jeden Fall dies nehmen. Das scheint mir relativ gut zu sein. Den Derwisch haben wir letztens auch schon gehabt. Ja. Haben wir das jetzt schon? Ah ja, das haben wir schon. Ja, okay, gut. Perfekt, gut. Hoffentlich hat es euch gefallen und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich auch wieder. Bis dahin. Ciao.